Stille. Ah! Wieder ausgebrochen. Die Attacken von Suicune dürfen nicht enden. Sonst macht es sich selbst kaputt. Okay. Konzentration. Meditieren. Jutsus einsetzen. Alle Jutsus dieser Welt. Pokéball-Jutsu eingesetzt. Pokéball-Jutsu. Verdammt. Das darf nicht wahr sein. Wenn die Jutsus mir nicht mehr nützen. Was könnte ich da nur tun? Er schon mal das Pokémon wieder heilen, oder? Okay. Okay. Noch ist nicht alle Tage Abend. Okay, Hydroid muss nochmal wieder aufgepeppt werden. Ja. Ja. Irgendwie macht Paralyse überhaupt nichts. Nächstes Mal werde ich dich paralysieren. Ja, genau. Das wäre der next evil plan. Okay. Hyperball, los, come on. Mein letzter Überball. Er wird dich fangen. Ah, shit, Mann. Bleib doch drinne. Oh, shit. Windstoß ist so mächtig. Ah, das war sehr haarscharf. Können wir uns das noch leisten? Wir leisten es uns. Mit Turboball. Los, Turboball. Zeig deine Macht. Das ist doch so eine Null. Hydroid, haltst du das aus? Hydroid. Oh, Hydroid schwächelt. Wir müssen mit Hypertrank füttern. Liebe Zuschauer, das geht nicht anders. Wir müssen ihn voll restoren. Jetzt wird's echt knapp. Ich schwitze am ganzen Körper. Eve hyperventiliert. Liegt am Boden, kann nicht mehr. Aber wir geben nicht auf. Darum habe ich gesammelt wie Sau. Bleibst jetzt drinne, du kleiner Mongo. Oh, das ist unglaublich paralysiert. Ich hab dich doch noch auch paralysiert. Bleibst jetzt endlich wohl oder bist? Oh, die anderen zwei zu fangen wird unheimlich grausam. Ich wünschte mir jetzt den Ultra Master Ball. Ja, der Ultra Master Ball, der ist noch besser als der Master Ball. Der kann sogar auch Menschen fangen. Bitte. 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 Bitte bleib doch drinne. Wir gehen die Bälle aus. Please. Please. Ach, come on, Babe. Zieberblick. Ey, ich bin versplint. Also, so gehen auch die Bälle zur Neige. Aber dieses Pokémon ist gut. Rick, komm jetzt, bleib heute ein bisschen drin. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab doch ein Gespräch mit ein paar große Personen. Und die Zuschauer, die drücken mir doch die Daumen, das weißt du doch. Jetzt, Mann, mach doch mal. Ich beleidige dich doch, du bist eine schwule Sau. Du bist hässlich. Pickel hast du im Gesicht. Pickel. Oh, shit. Ja gut, ich habe nur 30 Superbälle aus. Bringt mir nichts. Du bist hässlich, stinkst, furzt. Bist nackig. Du hast keine Lover oder Loverin oder irgendetwas. Wie vermehrst du dich überhaupt? Bäh. Ach, mit dem Superball wird's aber schwer. Aber ich will dich immer geschafft mit Superball. Oh je, das kann aber was werden. Jetzt wisst ihr, wo mein Geld reingeflossen ist. Empfangen, Suicune. Es bleibt doch drin, du kleine Messkröte. Ich beleidige dich. Was gibt's denn noch, du Arschloch? Du möchtest gern, Mongo. Du Fahrstil-Scheißer. Weißwurschvergaser. Vergiftetes Wasser, du. YouTube. YouTube ist ein Beleidigungswort? Das ist jetzt auch nicht da. Bitte. Ach, das ist so gemein. Das ist so gemein. Alle Bälle verbraucht. Aber ich schaff's noch. Es schaut noch gut aus, eigentlich. Wenn's du noch ein bisschen drinne bleibst. Es ist doch gut. Es ist doch gut. Bleib im Ball. Schön drin. Komm. Wie bleibst du drinne? Komm. Schön drinne. So ein bisschen mit Filz ausgekleidet. Hm? Mit einer Bar drin.
hübschen Frauen. Die Prüfung ist aber hart. So von uns selbst geht er nicht in den Pokéball, ne? Komm, bleib halt drinne. Bitte. Es sind immer so kleine Jubelstreit, dass er einmal drinne bleibt. Er war ja schon dreimal. Das hätte ihn auch noch. Ne, es sind nimmer viel, ey. Nimmer viel. Suikun wird müde. Wir merken's. Er will. Ach komm jetzt! Wenn er sich jetzt selbst haut, dann ist er weg. Komm jetzt. Ist mir scheißegal. Mir ist scheißegal. Ach komm, please. Ach, Hydrid. Ah, tut mir leid. Zwickun kann aber echt geiles Attacken, ich muss euch schon sagen. Ach nee, ich will ja erst. So. Hypnotisieren kann ich nicht mehr. Ist ja schon paralysiert. Ist wurscht. Bleibst jetzt gefälligst drin. Ja, das ist so schön. Paralysiert steht einfach so da und die fangen dieses Mistviech nicht. Please. Das ist das gemeinste ever. Es ist immer so schwierig, seine Kühen zu fangen. Ich will nicht ausmachen und. Ach komm. Ist ja gut, ist ja gut. Ah, oh, das tut mir aber weh, diese Attacke. 16 hätte ich noch. Also, ich halte schon noch durch. So ist es nicht. Ich habe noch genügend Bälle. Ja, da gibt's doch einen Jack Norris-Witz, will ich ja erzählen. Also Jack Norris, Jesus und Petrus sind so am Flussufer. Und die wollen dann übers Wasser gehen. Und Jesus geht halt zuerst übers Wasser. Und schafft es auch. Ja, und Jack Norris sagt auch, ja, ich gehe auch mal übers Wasser und geht halt übers Wasser. Super. Geht übers Wasser. Und ja, Petrus will es dann auch versuchen. Petrus versucht es auch, so übers Wasser zu gehen, klappt einfach nicht. Und dann tuscheln halt Jack Norris und Jesus, ja, soll mir den verraten, dass im Wasser so eine Brücke ist, mit der rüber kann. Und Jack Norris sagt, ja, welche Brücke? Okay, schon gut. Wenn er jetzt halt seinen Windstoß macht, dann bin ich eh am Arsch. Hält aber noch aus. Schaffen wir es denn? Ist es so knapp jetzt, das Ganze? Es ist schon die Frage, bleibt er jetzt drin oder bleibt er nicht drin oder... Es ist gemein, weil mit den Hyperbällen hätte es ja auch schon klappen müssen eigentlich. Scheiß auf den Hyperball. Jetzt bleibst du drinne. Habt euch der Witz gefallen? Schreibt es unter diesem Video einen Kommentar. Und schreibt einen besseren runter. Ich will dich gar nicht retten jetzt. Ich will einfach nur... Bleib drin. Oh, das kann. Es wird böse. Es ist nur böse, böse, böse. Ich werde gleich wie ein Kleinkind. Böse, böse, böse. Es will einfach verflucht nicht in den Ball. So strengt sich eigentlich Lugia und Ho-Oh nicht einmal. So stur. Doch, Dankeschön für das Wasser. Oh, ja, jetzt bin ich befeucht. Jetzt wachse ich und gedeih ich. Ich habe jetzt eh kaum noch Bälle, also. 20 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich hier wieder. Ja. Hurra, toll! Suikun wurde endlich gefangen! Yeah! Na also, dann hören wir uns das mal an, was da steht. Polarlicht.
Dieses göttliche Pokémon rennt über das Land. Es ist ständig auf der Suche nach purem Wasser. Möchtest du Suikin einen Spitznamen geben? Ja! Wir nennen ihn... Und hier. Stalker. Na endlich. Wir kommen sie alle daher getorkelt. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Einen derartigen Kampf habe ich noch nie gesehen. Das hat mich sehr beeindruckt. Suikun war stark, aber du warst noch stärker und unglaublicher, Eve. Ich hörte, dass Suikuns mystische Kraft ein regenbogenfarbenes Pokémon anlockt. Vielleicht zeigt sich dieses Pokémon nach dem, was sich heute ereignete. Ich werde diese Legende noch einmal nachlesen. Danke, dass ich diesen Spitzenkampf beiwohnen durfte. Bis dann, Eve. Lalalala. Und tschüss. Und hier. Reden Sie alle mit uns. Die beiden Türme wurden errichtet, um Freundschaft und Hoffnung zwischen Pokémon und den Menschen zu festigen. Das war vor 700 Jahren, aber diese Maxime ist noch heute gültig. Als der Bronzeturm abbrannte, sollen drei namenlose Pokémon im Feuer umgekommen sein. Eine Tragödie. Jedoch, ein regenbogenfarbenes Pokémon, genauer gesagt, Ho-Oh, kam vom Himmel herab und er erwachte die drei Pokémon wieder zum Leben. Es sind Suicune, Entei und Raikou. So lautet die Legende. Die Legende besagt, kommunizieren die Seelen von Pokémon und Menschen, kommt ein regenbogenfarbenes Pokémon vom Himmel herab. Könnte das bedeuten, dass die legendären Pokémon uns Menschen auf die Probe stellen? Gern, das ist cool. Sie uns auf die Probe stellen. Jetzt können wir da nochmal reingehen. Jetzt hat jeder so seine Position. Und glaube ich, ach ja, nee, ist nicht da. Okay. Das kommt später. Wenn wir Buntschwinge haben. Ja, dann können wir endlich weitergehen. Boah, das hat aber jetzt gedauert. Ich habe es jetzt diesmal so hingekriegt, dass ich sehr gut schwächen konnte. Also bis ein KP und Schlaf. Also die zweite Runde hat besser ausgesehen, aber nur noch Superbälle. Nur mit Superbällen habe ich das jetzt geschafft. Ah, das Pokémon lässt sich überhaupt nicht einfach einfangen. Das Pokémon ist so nervig. Okay. So, dem Pokémon gebe ich jetzt mal erstmal provisorisch Flinkklaue. Oder Münzamulett. Doppelte Einnahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Pokémon getragen werden muss, also gekämpft haben muss, aber doppeltes Einkommen. Können wir ja mal so einsetzen. Was hat denn Stalker so für Attacken? Ganz recht nette. Den Status hier. Ist nur Typ Wasser, aber ich werde aus Sarkun nur ein Eis-Pokémon machen. Weil wir haben ja schon Wasser-Pokémon. Silberblick, Blubstrahl, Regentanz und Windstoß. Also eigentlich nur zwei gute Attacken. Genau. Jo. Gehört jetzt mir. Könnte man jetzt speichern. Sicherung. Und dann, ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren wegen dem Kampf, aber das macht jetzt gar nichts. Es macht nichts. Ist nicht schlimm. Muss jetzt dann sowieso dann trainieren gehen. Jetzt wollte ich hier nochmal rauf. Hier. Weil nachdem ich Team Rocket besiegt habe, diese Schlägertypen in Schwarz haben mich von meinen Posten verjagt. Sie haben das hier zurückgelassen. Ich bekomme bei diesem Ding eine Gänsehaut. Kannst du es denn bitte nehmen? Und ist, glaube ich, Schlammbad ist das. Das nehmen wir jetzt mal mit, so. Und jetzt können wir hier noch oben noch ein paar Trainer besiegen. Fliegen. Jetzt sind die Trainer aufgetaucht, nachdem wir Team Rocket besiegt haben. Jo. Und die hier jetzt so. Das sind jetzt Trainer. Ich kann tun, was ich will. Ich fange immer nur die gleichen Pokémon. Jo, dann weiß ich, was jetzt kommt. Und das hat mich schon verärgert, das mit dem Kampf mit Saigon. Aber es ist immer so leicht schwierig, das Ganze. Das macht man halt ungern.
Jetzt habe ich das im Stillen halt gespielt und lalalala. Irgendwann wird's halt dann was draus. Kann sein, dass heute die Aufnahme jetzt ein bisschen leicht kürzer wird. Carpador, dann kann jeder mal ein bisschen ran. Huh? Ein bisschen jeder mal spielen. Sag mal, ein Pokémon, das Level 40 hat, das ist gut. Wir werden jetzt noch nach Ebenholz gehen. Und dort werden wir dann uns noch ein bisschen unterhalten, vielleicht noch ein paar Trainer besiegen, so wie ich halt gerade Lust habe. Und dort werden wir aufschließen und da werde ich trainieren. Das ist ein guter Trainingsplatz noch. Und dann werden wir den letzten Orden machen und dann bei der nächsten Aufnahme und dann zu die Siegestraße gehen und die Siegestraße machen und dann in der dritten Aufnahmesession ist dann die Top 4 sind die dran und dann geht's nochmal weiter natürlich. Ja, so machen wir das. Das ist my evil plan. Jo, effektiv. Carpador kann überhaupt nichts. Es ist gemein, dass sie uns da einfach mit Carpador belästigen. Carpador ist gleich gerade 500 Stück von denen. Oder 1000 Stück Carpador. Kannst alle eigentlich ausrotten. Jetzt habe ich schon ausrotten. Ja, ausrotten. Bin der Meinung. Aber ich wollte die hier noch besiegen. Die Albert, mein Schnurrer hat sich verändert mit mir. Das wird Mama sein, okay? Hey, wie geht's dir denn so? Beim Einkaufen habe ich eine tolle Puppe gesehen und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Mama, wie viel hast du ausgegeben? Wie viel? Sag's mir. Oh, sag ich lieber nicht. Schon wieder so ein Angler. Lass die Pokémon, die ich gerade gefangen habe, kämpfen. Die sind noch untrainiert. Wegen den Räuspern, Entschuldigung. Aber manchmal... Wenn man halt redet und redet und redet. Ich will noch die Eishöhle schaffen. Ach ja, genau. Da will ich noch ein Pokémon noch was erlernen. Stärke. Habe ich jetzt doch vor, einem meiner Haupt-Pokémon Stärke beizubringen. Oh. Ah. Flügelschlück. Das tun wir denn, weil wir brauchen jetzt dann noch den. Diese Attacke. Boah, dieses Räuspern jetzt gerade. Ich mag zwar ein guter Angler sein, aber als Trainer habe ich versagt. Zumindest jetzt. Und es sind noch zwei. Der vielleicht? Ne? Entstanden durch wütende Garados, das habe ich euch schon vorgelesen. Und die junge Frau hier. Geschah mit den roten Gardos. Es ist fort. Oh, dann bin ich umsonst hierher gekommen. Ha, ich weiß was. Lass uns kämpfen. Die könntest du schenken, die brauchst nicht. Dann wäre er sie aber glücklich. Na wirklich, sie würde mich freuen und sagen, wow. Danke für dieses coole, seltene Pokémon. Hupeluff. Luff, 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 luff. Jetzt wirst du gemäht, sag ich dir. Gemäht mit Trugschlag. Man. Das wird überleben, oder? Jo. Ich absorbiere dich. Das kannst du wissen. Ich lasse mich nicht absorbieren, Bäuschen. Tut mir leid. Bäuschen. Boah. Level 36. Lalalala. Auch endlich den Schlitzer. Sehr schön. Dankeschön. Das ist gut. Ja, welche Attacke werde ich jetzt wohl vergessen lernen, ha? Huh? Agilität. Und lernt jetzt Schlitzer. Sehr gut, eine meiner Lieblingsattacken. Fulona. Da haben wir einen Fulona plötzlich. Einfach so. Dann machen wir halt hier ein Wasser-Pokémon. Ein erhabenes, mehrteiliges Pokémon. Mehrteiliges Pokémon, mehrschwänziges Pokémon. Oh lol. Wimmenschmel zählt mir so ein Scheiß. Der Let's Player erzählt einen Scheiß. Das geht so einfach nicht. Oh nein. Haben wir schon? Die Karo wurde besiegt. Na gut. Dann lass ich's jetzt sein. Geh halt heim. Okay, dann wollen wir dann noch trainieren. Also, setz ich mal Ivara mal vor. Die anderen Pokémon schauen echt gut aus. Ach, nicht der Beutel. Pokémon.
Der fliegt hier runter. Jetzt will ich noch ein paar Attacken beibringen.